Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn du dieses Video siehst, habe ich mich von Tobi breitschlagen lassen, ein neues Projekt anzufangen. Was mich heute erwartet, weiß ich selbst noch nicht genau. Ich wünsche euch aber dennoch viel Spaß beim Video. Grüße Sie. Hallo. Tobi. Moin Moin! Tobi, dann verrat uns, sprich den Zuschauern und mir mal, was es heute Schönes gibt. Heute habe ich mich in einem Laden breitschlagen lassen, eine Vase zu kaufen mit Licht, um ein Terrarium zu bauen. Also Jungle and Reefs soll nicht nur Reefs, sondern jetzt auch wieder mehr in Richtung Jungle gehen. Genau. Und okay. Jetzt machen wir eine Bio-Bottle und beleuchten die und mal gucken, was bei rumkommt. Weil wir haben ja noch massenweise Jungle-Sachen und Süßwassersachen, Hardscape und Terrariensachen. Und jetzt tragen wir alles zusammen und gucken mal, was wir da draus machen. Tobi war der Meinung, darauf hat die Welt gewartet, uns zwei zu sehen, wie wir uns in die Terroristik verirren. Im Endeffekt sind die Grenzen ja immer schwimmend, von Süßwasser zu Meerwasser, vom Meerwasser zu Terroristik und zurück zum Süßwasser. Deswegen, ihr steht bestimmt drauf, genauso wie ich auch. Deswegen, dann lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Viel Spaß. Na Tobi, dann beginn mal dein Unboxing-Spaß. Genau. Chris wollte es jetzt unbedingt sehen, bevor wir den Hardscape reinholen. Deswegen packen wir es mal aus. Ja, wenn du von Flasche sprichst, dann heißt das, hat eine extrem kleine Öffnung. Und darum geht das Ganze. Ja, dann sollte ich da dementsprechend dein komisches Hardscape auch reinbekommen. Ach du Scheiße. So, das ist die ganze Pracht. Das ist ja wirklich nur eine Bottle, ne? Das ist nur eine Bottle und da kommt auch nicht viel rein. Deswegen mal gucken, ich habe jetzt hier drei Pflanzen geholt, Bodendecker und einmal Busser Phalandras. Und jetzt holen wir. Und warum hast du kein Moos geholt? Ich denke, Moos ist doch sehr wichtig in der Terroristik, auch für die Feuchtigkeit. Moos ist schön, aber ich habe mir gedacht, ich hole jetzt einfach mehr Bodendecker. Aha. Wir kriegen das auch so hin. Und sieht schneller schön aus, weißt du? Wenn nicht, gehen wir einfach nochmal los und besorgen was. Können wir eigentlich machen, wenn du sagst, wir brauchen. Also, Moos finde ich. Was mir fehlt, ist eine Pflanze, die hochwächst. Ich habe gestern geguckt, das wäre cool, aber dann brauchst du ja eigentlich Terroristik fahren, oder? Nö. Es wächst ja auch alles immer so. Okay. Denke ich. Wollen wir mal zu Piep gehen? Ja, zu Piep können wir nachher gehen, aber davor fangen wir mal an. Wie bist du auf das schmale Brett jetzt gekommen, so ein Teil hier zu holen? Ich habe ein bisschen auf YouTube geguckt und bin irgendwie auf dieses Wabikusa-Ding gekommen und da ich irgendwie Süßwasser habe und halt wirklich das Hardscape noch da. Soil habe ich noch gekauft, weil der war leer für die Garnelenbecken. Aber Hardscape haben wir noch da, massenweise Dragon-Steine und alles Mögliche. Sprich, daran scheitert es nicht. Vielleicht scheitert es an Moos und einer hochwachsenden Pflanze. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal auf den Weg machen. Alter Tobi, du hast hier aber gut gebunkert, ne? Ja, das war mal. Ich habe das im Großhandel gekauft, in so richtig Palette und so. Und Palettenware. Und das ist halt noch aus dieser Zeit. Scheiße, aber das in den Flaschehals zu kriegen. Nee, wir müssen hier schneiden. Schneide mal da. Schneiden willst du das opfern, das Ding? Ja, das hier opfern wir. Ja, okay. Das nehmen wir. Und das. Die Steine. Und dann. Guck mal, ich bin wieder mit. Yummy. Guck mal, schon noch was Kleineres. Nee, was Kleineres nicht, aber vielleicht sind da noch so, guck mal hier der Stamm.
Aber Stamm ist ziemlich wuchtig, aber hier können wir, also das finde ich sieht sehr attraktiv aus, wenn man das hier absägen kann. Hast du schon mal gesägt? Ja, säge mal, das ist kein Problem. Hast du schon mal gesägt? Ich säge mal, das ist kein Problem. Das ist wie Stein. Ja, das Holz. Ja? Okay, dann. Nehmen wir mal die zwei Dinge. Das Stück hier haben. Also, wenn es geht, hier, so. So? So? Ja. So weit unten wie möglich, dann brechen wir es halt. Hier. Ja, so, lass mal versuchen. Oh, das ist so schwer, das ist wie Stein, das kriegt man niemals gesägt. Problem. Hast du schon mal gesägt? Ich säge mal, das ist kein Problem. Das ist wie Stein. So, jetzt haben wir alles an. Kann ich gleich mal ein Stückchen sägen, oder? Wenn du Lust hast, kannst du machen. Du kannst die Ästchen überall noch wegbrechen. Ich muss hier filmen, ich habe einen ganz harten Job. Ist ganz schön dicht in der Garage. Möchtest du am besten in die Handylinse krauchen, ne? Mhm. Das Problem wird halt sein, wenn wir das quasi in kleine Segmente da reinsetzen, so dass das, wo du rauskriegst. Ja. Limitierend ist halt das hier, ne? Halt mal bitte. Und wenn ich da sehe, dass ich da gerade so meine Hand reinkriege, dann wird das schon echt sportlich. Ja. Überlegt hatte ich mir das so, Tobi. Genau. Und hier dann Holz und schön verastelt und dann. Hier Moos und ein paar Bodendecker. Und dann kann man das vielleicht noch hier vorne hinsetzen. Ja. So sieht das gut aus. Ich würde es vielleicht punktuell, dass es nicht zusammenbricht, probieren, in dem Ding zu kleben. Ja. Aber kommen wir da mit der Klebepistole rein? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber wenn mir das jetzt so, das müssen wir mal grob ausmessen, so müsste das unter. Auf dieser Höhe hinpassen. Ja. Dann würde ich nämlich den Stamm hier dran fixieren und dann erstmal probieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, das. Da wollten wir erstmal ein bisschen Zoll rein. Jetzt weiß ich, warum ich vorbeikommen durfte. Ich darf hier wieder puzzeln, ne? Ja. Yes. Das ist halt auch die Frage. Ich finde jetzt so Mitte auf den Tisch aufgestellt, finde ich das auch nicht schlecht, dass man 360 Grad drauf gucken könnte. Das musst du mir jetzt sagen, weil wenn du das hier irgendwo in eine Ecke stellen willst, dann würde ich das so bauen, dass es quasi hinten hochgeht und hinten zu ist. Soll hinten hochgehen und zu sein. Also nur hier so den Blickwinkel. Ja, ich habe noch überlegt, ob wir nicht eine kleine Pumpe reinballern und Wasser drauf machen. Nee, du hast ja das komplett geschlossen. Hier kannst du es ja irgendwie regulieren, ne? Hier kannst du. Das reguliert dann auch den Druck des Lüfters und wie sehr die Pflanzen belüftet werden. Okay, interessant. Was man jetzt schon sieht, ist natürlich die Fettfinger auf dem Glas. Aber ja, ich glaube, das sollten wir einmal vorher sauber machen. Ja, das kannst du machen. Ich mache mir hier mal Gedanken, wie ich das dann da reinbringe. Top. Achso, wie Gedanken habe ich mir schon gemacht. Also wäre das jetzt nicht so ein komisches Pott-Ding, ne? Dann könnte man das so schön platzieren. Ja. Dann setze ich das noch da an und hier noch was. Das ist ne Form. Ja. Aber es ist ja ein Pottding. Es ist so ein komisches Pottding. Also muss ich das dann irgendwie. Kennst du noch die Leute, die früher so Schiffchen in so Gläser gebaut haben? Ich glaube, so endet das heute. Gläser, ja. Auf jeden Fall. Das wird echt interessant. Und ich mache mir noch Gedanken darüber. Säule ist nichts anderes wie gebrannte Erde. Sprich, wenn das feucht wird, wird es irgendwann absacken. Ob man da doch vielleicht. Das so ein bisschen viel sagt das aber nicht ab. Ja, ich hab's auf Video mal. Ja, Warnhinweise sind ausgesprochen. Ich bin gespannt. Ja, stopp, ja. Guck mal, dann können wir hier so ein spezielles Scaping-Tool benutzen. Mhm. Super geil. Super geiles Scaping-Tool. Gibt's das bei dir auch im Webshop? Können wir einstellen, ja. Und dann kann später vielleicht noch ein bisschen das nach hinten aufschieben. Ich hätte es ja wirklich so gemacht, 360 Grad. Aber okay, wenn du das nicht das möchtest. Nächste. Das Nächste, aha. Bin ja jetzt schon begeistert. Lass erstmal das irgendwie zusammenbauen.
Das kriegen wir hin. Gott. Na. Halt mal fest. Das muss man dann so ein bisschen anfixieren, dass es nicht umkippt. Ja. Deswegen wollte ich den Stein auch hier drunter basteln. Ja, machen wir mit. Lass mich. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja, und dann Stamm da hinten und dann aber leicht punktuell fixieren, sodass du später wieder rausbrechen kannst, aber insgesamt ein bisschen halt, stabil ist, halt ja. Stabilität bringt. Ey, also Tobi, ne, da kommst du wirklich so vor wie so ein Aff mit dem Stöckchen, der versucht sich irgendwie seine Banane zu sichern. Ja. Oh Gott. Und du würdest es 360 Grad machen. Ja. Ja, du kannst ja da nicht mal richtig mit den Finger rein. Ja, dann musst du mich ja lassen machen lassen. Jetzt habe ich es ja so gemacht, dass das hier die Front ist. Fixieren müssen wir es trotzdem noch und dann. Wollen wir es mit. Oh Jesus. Superkleber oder mit Heißkleber machen? Wie willst du denn da mit der Heißklebepistole reinkommen? Reintropfen. Ja, kleben werde ich das Ganze mit ein, zwei Zigarettenfilter unten an der Basis, dass das ein bisschen weg von der Scheibe kommt. Hätte ich jetzt den AK Polyflex Klo gehabt, hätte ich es mit dem probiert. Hier bei der Technik weiß ich aber, dass man das zur Not wieder abbrechen können, ne? Die Einzelteile und dann oben wieder aus dem Flaschenhals rausgezogen bekommen. Also optisch finde ich es ganz cool, aber ich muss sagen, es ist ein ganz schön Fudelei. Ja, dann fixieren wir das mal. Oh, Tobi hat wieder tolle Pläne. Tolle Beschäftigung. Hier hinten muss auf jeden Fall noch. Ja, da kann ja dann Erde nochmal rein. Oder soll. Drauf schön richtig. Ja. Ja. Das ist aber ganz schön viel. Wollten das, dass das ein bisschen weg von der Scheibe kommt. Ja. Hey, guck mal, passt. Siehst du, ist weg von der Scheibe. Vorne auch. Nee, lass. Hat schon angezogen. Wenn er jetzt dann richtig reagiert, dann sehen wir auch da Rauch aufsteigen. Selbst wenn er hier jetzt nicht richtig reagiert, wäre es mir eigentlich ganz recht. Denn wir wollen das ja irgendwann mal wieder auseinanderbauen. Und es ist ja jetzt dann auch miteinander alles ein bisschen verbunden. Ja, jetzt wird es nochmal richtig schön. Den Ast davon einmal noch festkleben. Haben wir einen Filter? Ja. Tja, wie kriege ich das hin? So wollte ich das, dass der nicht aufliegt, sondern. Der lag eigentlich schon ganz gut. Nö, soll ja ein bisschen interessanter sein. Aber du reißt ihn doch runter, wenn du da die Scheiben sauber machst. Du wischst die Scheibe nicht, oft sauber mal. Ja, aber trotzdem. Und jetzt willst du da mit dem Kleber und mit einem. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkommen will. Also von hier aus sieht das unmöglich aus. Ja. Ja, immerhin. Da rein. Ja. Sehr gut. Oh, ich glaube, ich hätte Chirurg wäre das auch noch. Auf Herz-OPs mal. Erfolgschance 98,99%. Soll ich das von hier machen? Jetzt nehme ich das, klebe das erstmal hier drauf und dann positioniere ich das irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das wird die Apokalypse.
Schön vorsichtig. Yes. Und jetzt halt das gute Stück fest. Das Glas ist schon ganz schön beschlagen. Ja. Ja, was Tobi mir gerade aufgefallen ist, dass das gar nicht so einfach ist, dass da irgendwie so Fettrückstände von der Produktion innenseitig sind. Tobi hatte das einmal mit Wasser gereinigt, mit dem Geschirrhandtuch und mit dem Ding ausgewaschen. Ja. Wir hätten ein Mikrofaser nehmen sollen. Ja. Sprich, wenn ihr sowas macht, nehmt ein Mikrofasertuch und wischt das richtig schön vorher aus. Einmal ordentlich im Vorfeld reinigen. Hashtag Produktionsrückstände. Das ist, wie es ist. Man lernt aus Fehlern. Dann setzen wir mal die ersten Pflanzen ein. Boah, Tobi. Zubbel mal die Busse von anderen auseinander, ja. Man muss sagen, echt super Qualität von Pflanzen. Ja? Echt der Hammer. Echt gute Portionen, ne? Mhm. Ich wusste jetzt nicht genau. Das wird dann nur mit der Sprühflasche befeuchtet, ne? Ja. Brauchst du dann so einen Wabikusa-Dünger? Muss ich noch mal gucken, aber sollte man schon machen, oder? Ich glaube schon, ne? Würde Sinn machen. Ja. Passt doch! Die Astgabelung. Ja. Da unten würde ich vielleicht noch Moos reindrücken. Ich mache jetzt ein Video. Du kannst das Ding ja mal im Kreis drehen hier. Ohne das anfällige Glas zu versiffen. Das muss echt noch gut gereinigt werden. Ja, schick, 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 schick. Das ist alles nicht gleichmäßig. Das Tempo muss besser eingepasst werden. Ja, und hier hinter kommt dann noch ein bisschen Farnen. Und hätte Tobi nicht rumgespritzt, dann hätte man da auch keine Klebereste gesehen. Denn Sekunde Kleber und Wasser ergeben hässliche Spuren. Aber es wird schon. Wird gecovert. Tobi möchte da jetzt ordentlich Feuchtigkeit reinbringen, oder? Ja. Das muss, das muss. Aber dass wir das schlussendlich noch einmal abfilmen können, darf er dann die Scheiben putzen. Ja, genau. Der Spaß beginnt. Also abschließend würde ich sagen, ordentlich im Vorfeld reinigen. Mhm. Und dann wirklich nur noch mit Handschuhe arbeiten. Weil selbst wenn du mit dem Finger drankommst, der kleine Fettfilm, der schmiert sich so breit, ey, viel Spaß beim Reiniger. Mhm. Na, lassen wir Tobi noch ein bisschen putzen. Die Sonneneinstrahlungen noch weg wären und die Reflexion dann im Glas. Wäre ich happy, aber du bist ja jetzt schon, ne? Ich mag's. Tolles Projekt gewesen, hat uns den ganzen Tag beschäftigt. Ja. Und nicht mein Geld gekostet. Nur meine Nerven und dann fragst du dich, wieso ich immer mehr graue Haare im Gesicht bekomme. Im Bart. Ja, durch solche Aktion. Mhm. Mal gucken, wann ich die 4 Wabikusa-Schalen hole. Nicht so schnell. Nee. Aber der Lüfter, den hört man irgendwie gar nicht. Nee, ja. Der ist wirklich schön leise. Aber ist halt auch ein Mikrolüfter, also. Also ich würde so Wabikusa-Dünger selber machen, Eisedünger, NPK. NPK erstmal nicht, weil wir haben das Soil verwendet. Aber so ein bisschen Wasser versetzt mit Eisendünger von AK, dann passt's. Auch das kann ich erstmal nehmen. Aber da ist halt NPK mit drin, ne? Das ist halt ein Volldünger. Ja. Aber besser Volldünger als keiner.
Ja, dann sagen wir Tschüss. Ich bin gerne mal so. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, jetzt wäre es mir fast aus der Hand geglitten. Bloß nicht. Ja, das wäre das ganze Projekt nicht wert. Ja, und ich glaube, das nächste Mal gibt's mal wieder salzigen Content. Wenn Tobi die Scheiben gereinigt hat, dann Showtank mal zeigen. Oh ja.